Ta-ta-ta-ta, die wissenschaftliche Tagesschau heute. Ja, Armin Laschets Anregung, Armin Laschet, CDU, einer der Kanzleraspiranten sozusagen. Ja, der fordert ja sozusagen so, also quasi so einen sanften Weg zurück oder einen Plan für ein Zurück zur Normalität. Und das wird unterstützt im Moment von Professor Hendrik Streeck, den wir von Markus Lanz, ZDF, kennen. Also mit seiner Studie, ja, also er hat ja wohl, ich denke, das nennt sich Kreis Heinsberg oder so, der Ort Gangelt, ja, da waren ja am Anfang vor den Maßnahmen irgendwie viele Leute gestorben oder irgendwas, zumindest war das beachtet worden, ja, und deswegen lese ich mal vor. Falls Professor Hendrik Streeck, falls die Professor-Hendrik-Streeck-Studie fehlerfrei ist, sind in Gangelt nur 0,06% der Bevölkerung in den letzten 3 Wintermonaten, also vor den Maßnahmen dann, an und mit Corona gestorben. Ohne Corona sterben aber 0,3%. Wären das alles zusätzliche Tote, wäre das nur ein Aufschlag von einem Fünftel gegenüber der normalen Sterblichkeit. Das wäre dann höchstens ein Grund dafür, Gefährdeten eine Selbstquarantäne zu empfehlen. Dabei wird noch erwähnt, dass diese Sterberate sozusagen nur ein Fünftel der von dieser amerikanischen Universität behaupteten Sterberate wäre. Ja, das heißt also rein, wenn man rechnet, also Professor Hendrik Streeck, also vor den Maßnahmen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Maßnahmen haben dann die weitere Ausbreitung des Virus gebremst oder stark gebremst, ja, dann haben sich also vor den Maßnahmen ungefähr 15% der Bevölkerung von Gangelt infiziert. Von diesen 15% sind wiederum nur 0,4% circa gestorben. Und das bedeutet, dass von den 100% der Bevölkerung in Gangelt nur 0,06% gestorben sind, sozusagen. Und normalerweise sterben aber innerhalb von 3 Wintermonaten sowieso 0,3%, also das Fünffache von dieser Rate. Nehmen wir jetzt mal an, das wären wirklich echte Corona-Tote und zusätzliche Corona-Tote. Also nicht so nach dem Motto, dann irgendwas muss man ja sterben, dann sind dann halt die Leute, die sowieso dran waren mit Sterben an Corona gestorben. Nehmen wir mal an, es wäre ganz, ganz schlimm und die wären zusätzlich gestorben zu allen anderen, die sowieso dran waren mit dem Sterben, ne? Dann wäre das aber nur eine Schwankung von einem Fünftel. Es ist also keine gewaltige Schwankung, es wäre also keine Verdopplung und nichts. Ja? Und diese 15%, die infiziert waren und dann 0,4%, das sozusagen Sterblichkeit von den 15%. Und diese amerikanische Universität hat ja bis jetzt gegenüber den Regierungen behauptet, die Sterblichkeit läge bei 2%, also nicht 0,4 von den Infizierten, sondern das Fünffache, 2% von den Infizierten. Und das würde jetzt bedeuten, dass eben, ja, wenn wirklich 5-mal so viele Leute gestorben wären, dann wäre das ja nicht nur ein Fünftel, sondern dann wären doppelt so viele Leute gestorben. Und wenn man jetzt mal annehmen würde,
da sind sowieso nicht nur die Leute gestorben, die sowieso dran waren, und die sind dann nicht nur stattdessen an Corona gestorben, dann sozusagen sind die dann, wenn man sagen, das waren wirklich echte zusätzliche Tote, die sonst nicht gestorben wären, dann wäre das ja eine Verdopplung mit den 2%. Und da kann man dann schon sagen, dass man über Maßnahmen nachdenken kann. Ja, zumindest mal kräftig die gefährdeten Gruppe sozusagen der mal dringend eine Quarantäne, Selbstquarantäne anzuempfehlen. Aber wenn jetzt Professor Streeck recht hat und seine Studiendaten richtig sind, dann ist es also ja nicht eine Maximalschätzung Verdopplung, sondern höchstens, wenn überhaupt, eine Ein-Fünftel Erhöhung. Und das Recht würde dann sicherlich keinen, hätte wahrscheinlich von Anfang an keinen totalen Stillstand der Gesellschaft gerechtfertigt und würde jetzt dann auch dafür sprechen, dass man jetzt Armin Laschet Recht hat, so schnell wie möglich, unauffällig, ohne allzu große Peinlichkeiten wieder raus, ja, also zurück zur Normalität, ja, und zum Beispiel, ja, wenigstens einige Schulen schon mal oft öffnen, einige Sachen wieder öffnen sozusagen, bis dann sich abzeichnen würde, dass vielleicht die 9000 freistehenden Betten, Beatmungsbetten dann wirklich anfangen, langsam voll zu werden. Und dann kann man immer noch weitersehen, ja. Also, aber auf jeden Fall spricht das eindeutig dafür. Eigentlich spricht die Streeck-Studie dafür, dass die Maßnahmen niemals hätten gemacht werden dürfen. Und mindestens, dass jetzt Armin Laschet recht hätte mit seinem Konzept so Fahrplan zurück, ne, entwickeln. Ne? Ja, und dann wurde bei GMX ja auch noch gemeldet, erstmals mehr Genesene als aktiv Infizierte in Deutschland. Sowas ist natürlich wertlos. Woher will man das dann wissen? Ja? Woher will man das denn wissen? Ja? Das würde ja bedeuten, dass man auf die Tests blind vertraut. Ne? Und diese Tests ja von einer interessierten Gruppe, also von einer sozusagen der interessierten Gruppe selber, nämlich den Ärzten, die verbunden sind mit der pharmazeutischen Industrie, hergestellt wurden, hat das ja nicht nur ein Geschmäckle, sondern einen ganz, ganz schlechten Geschmack, ja, sozusagen. Ja. Aber eben, ich werte das mal als eine Vorbereitung eines eleganten Ausstiegs, damit eben ohne große Peinlichkeit man jetzt wieder zur Normalität zurückgeht und dann die Hoffnung bestehen könnte, dass die Bevölkerung diese Fehlentscheidung schnell vergisst, sozusagen, ja. Und sich dann auch nicht mehr fragt, ob es eine Fehlentscheidung war. Also einige Schulen öffnen, bis die Beatmungsgeräte voll sind. Ja, dann gibt es im Internet schon Videos Sendungen, wo eine offene Aufforderung zur Zensur stattgefunden hat. Ja, also zum Beispiel, ja, also da haben so Strahlenhysteriker sozusagen Strahlenmasten angezündet, ja, und deswegen dürfe man ja nichts mehr veröffentlichen, keine Meinungsfreiheitsdiskussion mehr über die Gefährlichkeit von Strahlenmasten und Telefonmasten und so weiter, Handymasten und so weiter, dürfe man keine Diskussion mehr zulassen, weil ja dann Verrückte sich motiviert fühlen könnten, Straftaten zu begehen. Also da müssen wir ganz klar sagen, Meinungsfreiheit beinhaltet immer das Recht auf Irrtum.
Ja, das ist automatisch. Und wenn sich die Leute irren und in ihrer Strahlenhysterie sozusagen wirklich glauben, dass diese Strahlen gefährlich seien, dann tragen die aber keinerlei Verantwortung dafür, dass ein paar Verrückte die Masten anzünden. Die, die die Masten anzünden, müssen bestraft werden, denn ein Verbrecher ist ja daran zu erkennen, dass er, obwohl er keine ganz klare und eindeutige Information hat, sozusagen sich dennoch eine Art Widerstandsrecht anmaßt. Und das sind typische Verfassungsfeinde dann. Und ohne dass wirklich absolut irgendwo was feststeht, ist es halt eine Straftat, wenn man dann die Masten anzündet. Also müssen die verurteilt werden und es darf nicht die Meinungsfreiheit zensiert und unterdrückt werden, ne, sozusagen. Ja, dann war eben auch noch sozusagen von der Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, da haben Leute von der Gemeinwohlökonomie was eine Sendung gebracht, ne? Und ja, da war wieder das falsche Konzept, ja. Der Händler solle Verantwortung tragen für das, was in seinen Laden kommt und so weiter. Und dann auch noch sozusagen, da müssen man solle bewirken, dass sozusagen die Hersteller, die also Gemüse liefern mit Glyphosat drin, dass die groß draufschreiben müssten mit Glyphosat und so weiter, also mit Giftstoffen und so weiter. Ja, das sind alles die falschen Konzepte. Denn nur über die Wohlfühlstimme kriegen wir das hin, dass wirklich die Händler alles tun, mit ihren chemischen Laboren gucken, was in die Läden kommt, welche Art von Gemüse und Obst und so weiter. Und dass die Wohlfühlstimme ist das, was das zuverlässig lenkt sozusagen. Und all so andere Sachen, das wird das nie zuverlässig lenken. Ja? Gerade wurde ja auch gesagt, da gibt es so ein Siegel, das behauptet, dieses und jenes Tier ist etwas natürlicher gehalten worden und so weiter. Aber natürlich geben Bürger auf so ein Siegel nicht viel. Ja, die Wohlfühlstimme würde sozusagen völlig fehlerfreie, würde keine Tricks mehr zulassen und würde ein völlig fehlerfreies, positives Verhalten der Händler sozusagen, der Supermarktleiter bewirken. Ne? Dann war noch ein Fehler bei der Gemeinwohlökonomie-Sendung. Biologisch ist eben noch nicht natürlich. Am ehesten könnte vielleicht Permakultur relativ natürliches wachsen lassen sein. So Gärten, Permakultur, Gewächshäuser mit eben. Das Entscheidende ist ja, dass es bei biologisch auch immer noch Monokulturen gibt. Und das ist wohl auch nicht natürlich und ist auch minderwertig wahrscheinlich. Ne? Denn Monokulturen haben Sonderbedingungen, die nicht zur besten Qualität führen. Ne? Ja, dann haben Sie angesprochen von Professor Braungarts Idee der Leihgesellschaft, die ja die Next Scientist for Future.de ja auch schon vor Jahrzehnten hatten. Ja, da war dann das Beispiel Waschmaschine. Ja, die Waschmaschine wird geliehen von der Firma, wieder zurückgeholt und dann recycelt und so weiter. Ja. Das heißt, wir kaufen dann, was weiß ich, 3000 erfolgreiche Waschgänge sozusagen. Und da ist halt das Problem, dass dabei das Konsumsuchtproblem allein mit so etwas natürlich nicht gelöst wäre. Ja?
Denn zum Beispiel, was ist mit der Hygienesucht? Was ist mit den Leuten, mit der Tatsache, dass die Menschen generell einfach auch für die Umweltbelastung zu viel waschen, dass viele Leute zu viel Desinfektionsmittel benutzen und so weiter und dadurch teilweise sich selbst krank machen und uns hyperhygienisch sind und dadurch also sozusagen auch die natürliche Impfung zum Beispiel der Kinder unterbleibt, die ausreichend Dreck brauchen, um ihr Immunsystem hochfahren zu können und zu stärken. Ja, ja, am Beispiel ist ja die Autokonsumsucht ist ja so ein Beispiel. Das muss ich vielleicht mal deutlich machen. Also mit dem, was diese Gemeinwohlökonomie-Leute wollen, ist ja das Thema Konsumsucht und damit die daraus resultierende Überlastung der Erde nicht geklärt. Und ich gehe noch mal ganz kurz auf die Konsumsucht ein, ja. Und ich mache es nicht am Beispiel der Hygienesucht, des übertriebenen Waschmaschinengebrauches und so weiter und der damit verbundenen Umweltüberlastung und so weiter. Ich mache es am Beispiel des Autos, das ja auch die Umwelt überlastet. Die Autokonsumsucht, woher kommt die? Die kommt durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, die er uns also auf den Hals setzen will in der schlimmsten Variante. Sozusagen und sie dann auch noch in eine neue Verfassung verankern möchte, ja, als alternativlos. Und hier haben wir also, hier hätten wir jetzt einen Autohersteller, der seine Werbespots für die Werbung für Autos, sagen wir mal, planlos überall hingibt, sozusagen. Und der wird nicht viel verkaufen. Da werden die Leute ganz normal Autos kaufen wie bisher. Was passiert aber in der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall? Da geben die Autohersteller ihre Werbespots hier zum Beispiel über ihre Werbefirmen, über die Marketingabteilung und die Werbefirmen zum Beispiel an eine Zeitschrift zum Beispiel, ja? Und in diese Zeitschrift sozusagen hat auch Artikel zur Lebensführung, kleine Romane und so weiter. Und die Moral von der Geschichte, all dessen, was die Zeitschrift so in ihren sonstigen Texten bringt, ist so, ja, einerseits Aufhetzung zum Streit so. Und ja, sozusagen, es ist gut, wenn man sich streitet. Das führt zum Beispiel bei den Lesern dazu, dass die Nachbarschaftsstreitigkeiten zunehmen. Dadurch finden die Leser dieser Zeitschrift wenig Freunde in den Häusern und in der Nachbarschaft, wo sie leben. Mit den Nachbarn streiten sie sich eher. Und so weiter. Dort finden sie auch keine Liebespartner, weil sie sich dann eher streiten oder aus Angst vor Streitigkeiten Distanz einhalten. Ja, und dann sozusagen fahren sie deswegen mit dem Auto weite Strecken, um ihre Liebespartner zu besuchen, ihre wenigen Freunde, die sie noch haben, da sie ja in der Nachbarschaft keine Freunde haben und so weiter, fahren sie große Strecken und verbrauchen viele Autos und konsumieren viele Autos. Ja. Und wenn jetzt also eine sozusagen, wenn das zusammentrifft in der Marktwirtschaft, dann kommt es zum gegenseitigen Produzieren einer Marktführerschaft sozusagen. Ja? Die Autofirma, die zufällig bei dieser Zeitschrift ihre Werbung schaltet sozusagen, wird durch die Mithilfe der unbewussten, nicht bewussten Manipulationsprozesse dieser Zeitschrift mit ihren Artikeln und Romanen und so weiter, kommt es zu mehr Käufen. Diese Autoherstellerfirma hat einen größeren Erfolg durch die Partnerschaft mit dieser Zeitschrift sozusagen. Und die Zeitschrift, weil der Autofirma natürlich mehr Autos abgekauft werden, kann sie noch mehr Werbegelder in die Zeitschrift stecken und die Zeitschrift wird Marktführer, weil sie reicher wird und immer aufwendiger produzieren kann, dadurch immer mehr Leser gewinnen kann und so weiter. Ja? Und solche frei marktwirtschaftlichen Kombinationen führen dazu, dass also am Ende hier diese Zeitschrift, die Autokonsumsucht erzeugt, ja,
dass die der Marktführer wird und dadurch die Gehirnwäsche der gesamten Bevölkerung übernimmt. Und von daher ist es quasi so, dass solche Paarungen sich in der Wirtschaft gemeinsam durchsetzen und dann die gesamte Bevölkerung so manipulieren, dass generell die gesamte Bevölkerung am Ende eine Autokonsumsucht hat und dann eben davon die Autohersteller profitieren und die zugehörigen Zeitschriften davon profitieren als Manipulationswerkzeuge, ne? Und das bedeutet, dieses Problem können wir nur lösen durch die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft. Erstes Ausstiegselement könnte sein die Wohlfühlstimme, weil die alles umkehrt. Weil dann hier die Menschen fühlen sich ja nicht wohl, die jetzt autokonsumsüchtig sind. Die fahren ja viel Auto, müssen weite Wege haben, haben es nicht die bequeme Tatsache, dass sie viele Freunde in der Nachbarschaft haben und die Freundin in der Nachbarschaft fehlt und so weiter. Dadurch geben sie schlechtere Wohlfühlstimmen ab und dadurch hätte sowohl die Zeitschrift würde weniger Verdienstzuschläge bekommen, als auch diese Autohersteller. Firma würde auch geringere Verdienstzuschläge bekommen. Also würde die dann eher aussterben und nicht die andere. Also im vorherigen war ja die dann die eher aussterbensgefährdete, während die hier die erfolgreiche war. Und das kehrt sich dann durch die Wohlfühlstimme, kehrt sich alles um. Und dieses Bündnis, das gemeinsam die Autokonsumsucht erzeugte, fällt weg, weil die Leute jetzt dann alle sozusagen hier in der Nachbarschaft dann ihre Liebespartner finden und dadurch werden viel weniger Autos konsumiert. Und die Firmen, die das bewirkt haben und die Zeitschriften, die das bewirkt haben, kriegen einen Verdienstzuschläge, dann vielleicht von Staats wegen und können so gut überleben, aber nicht mehr dadurch, dass sie angewiesen sind auf eine Autokonsumsucht in der Gesellschaft. Und dadurch geht das Autoaufkommen in der Gesellschaft durch die Wohlfühlstimme drastisch zurück. Die Umwelt wird geschont und alles wird besser. Ja? Aber eben diese Gemeinwohlökonomie, das frisst Christian Felber und die Leute und ihre Ideen, die sind keine Lösung. Ne? Ja. Ja, also ich fasse zusammen, das, was ich jetzt so etwas müde sozusagen nach viel Arbeit heute gesagt habe, ist eigentlich eine Sensation. Professor Streeck bringt uns ja also quasi eine Art Beweisführung dafür, erstens, dass die ganzen Maßnahmen gar nicht gerechtfertigt wären. Das wird die Politik wahren, das wird die Politik nie zugeben. Ja, dann würde es ja zugeben, dass sie Milliarden Schäden für nichts angerichtet hat und uns alle terrorisiert hat für nichts. Das wird die Politik und die Medien werden das niemals zugeben. Aber Armin Laschet, der ja jetzt schon so sagt, wir müssen uns einen Fahrplan zurück überlegen, ja, und so weiter, der wird hoffentlich durch die Studie von Professor Streeck nochmal motiviert, das schleunigst zu machen, damit dann wenigstens nicht die Schuld der Regierung und der Medien noch größer wird, als sie jetzt schon ist, sozusagen. Ja? Also dann, das war wieder Ihre wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi.